Hallo, ich bin gerade dabei, ein Tutorial zu diesem Look hier zu schminken und würde jetzt zum Wimperntuschen kommen und ich dachte mir, dass ich einfach mal so ein kleines Zwischentutorial einschiebe, indem ich mal kurz ausführlich zeige, wie ich meine Wimpern mache, damit das Video nicht so übelst lang wird. Da wurde ich auch schon zu gefragt mit meinen Wimpern und so und bei mir ist es so, dass ich nicht so eine wirkliche Lieblingsmascara habe. Also ich habe recht unproblematische Wimpern, ich habe glaube ich so 12 Mascaras hier rumfliegen. Ich benutze immer mal so eine andere, aber zu so einem wirklichen Mascara-Vergleich bin ich noch nicht gekommen, aber das mache ich vielleicht doch irgendwann mal. Da muss ich mich aber wirklich mal hinsetzen und Wimper tuschen, runter tuschen und so weiter, weil irgendwie kann ich das nicht so gut vergleichen. Okay, also die Wimpern habe ich jetzt schon verwischt mit einem Lidstrich und halt mit ein bisschen schwarzen Lidschatten. Und ich nehme jetzt meine Wimpernzange, ziehe das Augenlid so ein bisschen hoch, um besser dran zu kommen. Biege meine Wimpern am Ansatz so hoch. Dann gehe ich ein Stück raus, biege sie nochmal. So. Und falls ihr das schon seht, also ist jetzt schon so ein kleiner Schwung drin. Das mache ich jetzt gerade noch auf der anderen Seite. Jetzt trage ich eine Base auf, das ist bei mir die Art Deco Lash Booster. Und die trage ich jetzt nur auf meinen oberen Wimpern auf. So, nachdem das Ganze getrocknet ist, kommt jetzt natürlich noch die richtige Mascara. Und da habe ich hier die Colossal Volume Express von Maybelline Yarde. Mit so einem großen Bürstchen. Und ja, die macht ganz gute lange Wimpern, also ein Volumen. Jetzt tuschen wir noch die unteren Wimpern. So, meine Wimpern sind getuscht und mein Problem ist jetzt immer, dass meine Wimpern halt nach kurzer Zeit den jemand so. Also sie sind total geil geschwungen, aber dann hängen sie sich halt wieder aus. Und da habe ich jetzt ein ganz geiles neues Beauty-Tool entdeckt, mit dem ich es halt schaffe, dass meine Wimpern diesen Schwung behalten. Und ja, ich tusche halt meine Wimpern und danach forme ich sie mit dem Chibo Wimpernformer. Den gibt es jetzt ganz neu, ich zeige euch mal die Verpackung. Das sieht so aus. Und der ist halt beheizbar und dann könnt ihr eure Wimpern, also ich forme sie dann mal nach dem Tuschen, weil sie halt dann schon diese Mascara haben und dass man damit dann mal diesen Schwung so total gut fixieren kann. Und ihr seht, da ist jetzt so ein Lämpchen, das machen wir jetzt hier an. Also wir machen es an und dann, sobald das hier weiß wird, können wir halt anfangen, die Wimpern zu formen. Also ich zeige euch jetzt mal meine Wimpern. Das Tuschen ist jetzt ungefähr eine halbe Stunde her und sie sind halt schon wieder relativ gerade geworden. Aber, ja, also normal mache ich nach den Tuschen Dreck, mein Akku war gerade leer. Deshalb haben wir jetzt so ein bisschen Zeitverzögerung drin. Ja, also ihr formt eure Wimpern dann halt mit dieser Seite, weil da hier sind so ganz kleine Heizdinger drin. Und hiermit könnt ihr sie nochmal trennen. Und ich würde euch empfehlen, dass ihr halt so schnell wie möglich mal schaut, weil bei Chibo sind die Sachen immer relativ schnell ausverkauft. Und ja, aber ihr könnt es auch noch mal im Internet bestellen. Da kann ich euch den Shop ja mal hier unten verlinken. Und dann müsst ihr es noch sehen. So, das ist jetzt auch schon weiß geworden. Also okay, so lila-mäßig. Also vorher war es so dunkelblau und jetzt ist es halt so lila-weiß. So, und jetzt setzen wir den Wimpernformer hier so unten an. So. Und warten einfach. Ups. Den zählt dann immer so nach oben weg. Und diesen Schwung, den ich jetzt damit bekomme, der hält bei mir den ganzen Tag. Also, seht ihr das schon? Ich habe den jetzt noch nicht so auf Herz und Nieren geprüft. Ich habe ihn jetzt erst seit einem Tag, ich habe es gestern mal ausprobiert. Aber ich wollte euch das mal schnell zeigen, weil am Ende ist es wieder ausverkauft, bis ich das wieder nach 3 Wochen lang getestet habe. Und ja. Also ich finde es halt eine sehr gute Möglichkeit, die Wimpern nach dem Tuschen zu fixieren nochmal. Weil es vor dem Tuschen bringt es mir auch was. So, ins Bild hüpfen. Also
vorm Tuschen bringt es schon bei mir was, wenn ich die Wimpern halt forme. Aber dann macht's halt wieder, ja, dann geht's halt einfach wieder runter. Und wenn ich nach dem Tuschen mit einer Wimpernzange fixiere, hält es. Aber mir ist die Gefahr zu groß, dass sie dann irgendwie abbrechen. Also das ist schon nicht ohne, meiner Meinung nach. Und man sollte halt aufpassen. Ich hatte schon mal gesagt, dass man die halt dann nochmal mit einer Wimpernzange biegen soll. Aber es gibt ja so Horrorgeschichten, dass sie schon abgebrochen sein sollen. Und da habe ich wirklich keine Lust drauf. Also das ist richtig cool. Falls ihr es noch bekommt, will ich euch das echt empfehlen. Ja, das war's auch schon, wie ich meine Wimpern mache. Ich verlinke euch das Tutorial hier, keine Ahnung, irgendwo mal, wie ich dieses Augen-Make-up geschminkt habe. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!